Während Josie und Ronny weiter ihren Weg gehen, treten Kathi und Julian auf der Stelle. Denn der 28-Jährige hat Angst vor der Zeit nach dem Urlaub und die damit einhergehende Hochzeitsplanung. Die zwei haben heute Nacht sogar in getrennten Betten geschlafen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit. Ein bisschen entspannt. Ich war ja mit Josie Weinchen trinken am Meer. Ist ein bisschen spazieren gegangen. Und ich habe halt mich auch so mit dir unterhalten, weil ich keine Ahnung, ich brauche natürlich halt auch mal, weißt du, jemanden so zum Reden. Und ja, weil ich mache mir halt schon Gedanken. Ich habe halt das Gefühl, ich meine, du hast es ja oft zu mir gesagt, dass du unsicher bist. Also du gibst mir irgendwie so das Gefühl, es ist viel zu schnell, obwohl wir das halt alles wussten und keine Ahnung. Also ich mag dich, das ist ja kein, das steht ja nicht zur Frage. Wir verstehen uns gut, wir haben Spaß miteinander und momentan, jetzt gerade, merkst du ja auch, ich fühle mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil es mir einfach zu schnell geht. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Deswegen weiß ich gerade gar nicht so, wie es. Aber ich frage mich halt so, was reicht dir nicht? Also ich meine, kann ich einfach nur eine gute Freundin sein oder bin ich so eine scheiß Frau an der Seite oder so? Dass du dir so unsicher bist? Bist du ja nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber du bist dir unsicher. Ja, ich bin mir unsicher, weil ich mich ein bisschen so eingeengt fühle. Nicht von dir, sondern von der ganzen Situation hier. Es lief ja auch die ganze Zeit gut. Nur jetzt gerade merke ich so, okay, ich habe wieder diesen Drang zu flüchten. So, ne? So nicht vor dir, sondern aus dieser Situation raus. Ne? So vielleicht auch mit dir aus der Situation raus, weil ich noch nicht bereit bin, vielleicht dich zu heiraten. Weißt du, was ich meine? Im Prinzip sagst du mir zwar, du bist jetzt nicht bereit, aber du sagst nicht, weiß ich nicht, lass uns dann mal draußen weiterschauen und es hat Potenzial. Ich höre ja nicht mal das. Es geht ja nicht um diese scheiß Heirat nur. Es geht einfach darum, dass ich nicht mal auch so das Gefühl habe, dass es Potenzial hat. Weil ich scheinbar wieder irgendwie nicht genug bin oder keine Ahnung. Nein, das liegt doch gar nicht aber an dir. Du sagst, ja, aber es liegt an dir dann mit dem Druck. Verstehe ich. Mit dem Druck, mit der Heirat. Es aber es gibt ja auch. Es gibt ja auch nach dem Experiment, ja, wie es weitergeht. Aber natürlich. Da gibst du mir nicht das Gefühl, dass es weitergeht. Ich habe keine Sätze gehört wie, Kathi, du bist eine tolle Frau und es hat Potenzial und wir können danach weitergucken. Doch, das habe ich schon oft gesagt. Du gibst mir aber nicht wirklich das Gefühl und ich glaube es dir einfach nicht oder ich glaube es nicht und dann muss ich mich halt distanzieren, weil genau so was brauche ich halt nicht. Ja, deswegen. Dann war ich, sorry, aber besser dran mit meinen anderen Geschichten. Da, das ist genau das, genau, da bin ich nicht verletzlich, da habe ich Spaß und gehe dann wieder zu mir nach Hause und mache die Tür zu. Das ist halt wahrscheinlich doch besser gewesen. Ich kann das nicht. Für mich sind Sachen wie im Bett schlafen intim. Über unsere Abendgespräche, über alles Mögliche, die Vergangenheit sind intim und dann muss ich mich einfach davor distanzieren. Sorry, ja. Ich kann aber auch nicht unter diesen Bedingungen vögeln, weil dann kann ich mir jemanden suchen, der mir gar nichts bedeutet und kann nach einer Stunde wieder gehen. Ja, und deswegen ja, habe ich ja auch so nicht bei dir im Bett gepennt. Ja, aber nicht, dass wir vorher drüber gesprochen haben, sondern ich lag dann, du sagst einfach, ja, du gehst dem anschlafen und machst die Tür zu. Wie fühle ich mich da? Ja, weil ich mich einfach unter Druck gesetzt fühle, weil ich einfach dann in diesem Moment eher diesen Ausweg suche, so kurz flüchte. Und weil ich dich ja nicht verletzen will, denke ich mir so, okay, penne ich einfach eine Nacht drüben. Ja, das macht, ich bin ja, wie man sieht, überhaupt nicht verletzt, weil es genau die richtige Vorgehensweise ist. Will ich nicht. Und ich habe dir das die ganze Zeit gesagt, ich will dich nicht verletzen. Wir haben so viel gesprochen und ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich Angst habe und dass es so sein könnte. Und ja. Okay, damit alles klar. Warst du einverstanden die ganze Zeit. Und jetzt bin ich einfach an diesem Punkt. Nee, ich war nicht einverstanden, sondern ich habe nur gesagt, ich verstehe dich, weil ja, ich auch unsicher bin. Genau. Weil ich auch einen Mann gerne an meiner Seite hätte, der sagt, Kathi, genau so, ich möchte dich und du bist eine tolle Frau. Und genau das, ich brauche auch nichts Sicherheit. Dagegen. Du bist eine tolle Frau, ja, du siehst gut aus. Mit dir habe ich mega viel Spaß. Wir haben mega, guck mal, wo wir bei den Pferden waren und so weiter. Das hat mega gepasst alles. Du hast mir das gezeigt, ich habe mich darüber richtig gefreut. Und ansonsten, hier verstehen wir uns auch gut. Ja, auch, wir aber reden es ja auch geht viel. Ja aber nicht weiter. Es ist von Tag zu Tag, okay, Druck hin oder her, aber wird es komischer? Kathi war sehr verletzt, ich hatte sie noch nicht so gesehen. Und das tut mir auch leid, aber ich bin der Meinung, ich habe nichts falsch gemacht, weil ich ehrlich zu ihr war.
und hoffe natürlich, dass es ihr schnell besser geht. Es geht nicht davor, nur am Altar Ja zu sagen, sondern es geht ja um alles Weitere. Aber ja, das gibt mir halt so null das Gefühl, dass du das möchtest, dass du nach Experiment im Wahnleben irgendwas möchtest. Weil dann würden wir diese, keine Ahnung, Zärtlichkeiten austauschen, noch lachen. Und es ist ja bei uns einfach irgendwie nicht mehr so. Aber ja, es geht scheinbar nicht anders. Aber ich möchte bitte kurz jetzt einfach aus der Situation raus. Danke. Natürlich kann ich verstehen, dass Kathi sich einen Mann wünscht, der ihr Sicherheit gibt. Welche Frau wünscht sich das nicht? My star is fading, I swerve out of control. Genauso ist das ja bei mir auch. Ich will ja auch eine Frau, die mir eine gewisse Art von Sicherheit gibt, bei der ich mich wohlfühle und bei der halt alles passt. I'd not be stuck here in this Experiment geht es ja wirklich sehr schnell um sehr viel. Und ich denke leider, dass Julian tatsächlich noch gar nicht bereit ist für eine feste Beziehung, weil es ja gar keinen, es gab keinen triftigen Grund, warum es nicht klappen sollte. Es war alles gut und trotz allem weicht er aus und das kann ich nicht verstehen.